erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. In der Schulkantine. Ich will aber nicht in der Schulkantine essen. Doch nur für einen oder zwei Tage. Nur so lange, bis wir Omas Wohnzimmer neu tapeziert haben. Aber Spätzchen, du bist doch schon ein großer Junge. Sonst sagt ihr immer, ich bin noch ein kleiner Junge. Entscheidet euch. Oh. So schlimm wird es schon nicht werden, Nick. Glaub mir, wenn du erst mal dort gegessen hast, werden dir in Zukunft sogar die grünen Bohnen deiner Mutter köstlich schmecken. Oh. Hör mal, Nick. Wenn du brav in der Kantine isst, ohne Zirkus zu machen, dann gibt's für dich morgen Abend eine Überraschung. Einverstanden? Oh, ein Feuerwehrauto? Wenn ich's dir jetzt schon sage, ist es keine Überraschung mehr. Das verstehst du doch, hm? In der Kantine? Das ist ja schrecklich. Ich muss heute Mittag auch in der Kantine essen. Meine Mutter hat sich gestern den Arm gebrochen und kann nicht kochen. Oh je, so ein Pech. Es ist eine Katastrophe. Dienstags kocht sie mir immer Schweineragout mit weißen Bohnen. Aber dann können wir uns ja wenigstens zusammensetzen. Ja, wenigstens das. Nein, nein, seid ihr da nicht so sicher. Es sitzen alle durcheinander und du kannst nicht da sitzen, wo du willst. Stimmt. Die Schulkantine ist wirklich ganz grauenhaft. Und die Kantinenfrauen sind sogar noch strenger als der Hühnerbrühe. Richtig. Die zwingen dich, alles aufzuessen, was du auf dem Teller hast. Auch wenn es scheußlich schmeckt. Ich hab gehört, dass sie sogar Reste vom Vortag und das Essen mischen. Und wenn du Pech hast, musst du Sachen essen, die schon mehrere Wochen alt sind. Außerdem solltet ihr darauf achten, zu wem ihr euch setzt. Es gibt immer welche, die den neuen Streiche spielen. Tatsächlich? Was denn für welche? Sie ziehen dir den Stuhl weg, wenn du dich hinsetzen willst, oder schütten dir Salz ins Getränk. Ja, stimmt. Das mit dem Salz ist total eklig. Hört endlich mit diesen Schauergeschichten auf. Ja, finde ich auch nicht lustig. Weißt du was? Ich gehe einfach nicht in die Kantine. Ich tue heute Mittag einfach so, als wäre alles wie immer. Spinnst du? Was willst du denn die ganze Mittagspause über machen? Ganz einfach. Ich gehe so lange auf den Bolzplatz. Kommst du auch mit? Nick, was soll das? Ruhe! Das nächste Mal stellst du dich in die Ecke. Du hast recht, Nick. Das ist eure einzige Chance, der Kantine zu entkommen. Ich weiß nicht so recht. Ich habe bisher noch nie eine Mahlzeit ausgelassen. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Klar schaffst du das. Du musst mitkommen, oder? Nick, Otto, es reicht. Alle beide in die Ecke. Wir bringen euch nachher was von unserem Essen mit auf den Bolzplatz. Vielleicht haben wir es geschafft. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Ah, Nick und Otto, da seid ihr ja. Eure Eltern haben Bescheid gesagt, dass ihr heute hier esst. Habt ihr das etwa vergessen? Nein, ich... Kommt mal mit, ihr beiden. Ich begleite euch zum Speisesaal. Mist, echt dumm gelaufen. Wir müssen zusammenbleiben, sonst sitzen wir nicht am selben Tisch. Heute gibt es Kartoffelbrei. Los, weiter sagen. Kartoffelbrei? Ich hasse Kartoffelbrei. Ich esse meinen Teller bestimmt nicht auf. Du hast gehört, was die anderen gesagt haben. Sie werden dich dazu zwingen. Mir doch egal, dann werde ich eben bestraft. Ich weiß, wie wir es machen. Du gibst mir einfach was ab. Ja, prima Idee. Danke, Otto. Schon gut. Freunde helfen einander doch immer aus der Patsche. Was machen wir denn jetzt? Sieh mal, es gibt nur noch einzelne Plätze. Na los, Kinder, schnell. Sucht euch irgendwo einen Platz. Hör mal, wenn ich dir einen Bonbon gebe, tauschst du denn den Platz mit meinem Freund? Einverstanden. Psst. Hä? Puh, danke. Guten Tag, Herr Hühnerfeld. Guten Tag. Mmh.
lecker. Ja, das stimmt. Der schmeckt sogar besser als der von meiner Mutter. Hey, was soll das? Du hast versprochen, ich kriege deinen Kartoffelbrei. Nein, Finger weg. Möchtest du noch mehr Kartoffelbrei? Ja, bitte gern. Die Kantine ist prima. Man kriegt sogar Nachschlag. Ich freue mich schon auf den Nachtisch. Jetzt gibt's Ärger. Was ist los, Nick? Ist dir dein Glas runtergefallen? Tut mir leid, Herr Hühnerfeld. Wenn jemand was kaputt macht, muss er die Scherben normalerweise selbst aufheben. Aber weil heute dein erster Tag ist, will ich mal nicht so sein. Er hat selber die Scherben aufgesammelt und dich nicht mal bestraft? Sag ich doch, der Hühnerbrühe ist in der Kantine völlig anders als auf dem Schulhof. Die Kantine ist offenbar besser, als ich gedacht habe. Wenn du gesehen hättest, was es zu essen gab. Rinderbraten mit ganz cremigem Kartoffelbrei, ohne Klümpchen und dazu eine echt köstliche Soße. Meine Eltern nehmen mich oft mit ins Restaurant. Dort esse ich was Besseres als Rinderbraten mit Kartoffelbrei. Mag sein, aber dafür kriegst du in der Kantine so oft Nachschlag, wie du willst. Außerdem kann man Blödsinn machen, ohne bestraft zu werden. Du lügst. Ich lüge überhaupt nicht. Und wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja morgen mit uns in der Kantine essen. Ich komme. Das will ich mit eigenen Augen sehen. Hey Jungs, was meint ihr? Wir könnten doch morgen alle gemeinsam in der Kantine essen. Wäre das nicht klasse? Das würde ich ja gern, aber ich weiß nicht, ob meine Eltern mir das erlauben. Meine Eltern sagen bestimmt ja. Ich muss meinen Vater nur scharf ansehen und schon kriege ich alles, was ich will. Prima, das wird bestimmt lustig. Ach so, ein Auto. Gab es denn kein Feuerwehrauto mehr? Armer Schatz, du bist ja noch ganz durcheinander, weil du woanders essen musstest. Aber ich habe eine gute Nachricht. Morgen bleibe ich zu Hause. Das heißt, du musst nicht nochmal in die Kantine gehen. Was? Aber wieso denn? Ich kann ruhig nochmal dort essen gehen. Das musst du aber nicht. Wir können gut verstehen, dass du in deinem Alter noch Probleme damit hast, in der Kantine zu essen. Ach, das war gestern. Inzwischen bin ich fast erwachsen. Bitte, ich will dort essen. Schön, warum nicht? Wenn Nick uns unbedingt beweisen möchte, dass er jetzt ein großer Junge ist, dann soll er eben dort essen gehen. Aber du weißt, was ich davon halte. Es wäre mir lieber, er würde was Anständiges zu essen bekommen. In der Kantine schmeckt's echt lecker. Ich habe sogar zweimal Kartoffelbrei genommen. Aber du magst doch gar keinen Kartoffelbrei. Den schon. Der hat ganz anders geschmeckt als deiner. Viel cremiger und ohne Klümpchen. Na schön, wenn es dir in der Kantine besser schmeckt, dann kannst du morgen gern wieder dort essen. Prima, danke, Mama. Aber wieso macht Mama so ein Gesicht? Mach dir nichts draus. Das gute Kantinenessen ist dir wohl auf den Magen geschlagen. Sag mal, Papa, bekomme ich wieder eine Überraschung, wenn ich nochmal in der Kantine esse? Du darfst also auch in der Kantine essen? Was hast du denn gesagt? Ich habe behauptet, der Hühnerbrühe lässt mich nachsitzen. Und da haben sie es mir erlaubt. Ich komme auch. Meine Eltern meinten, eine solche Erfahrung könnte nicht schaden. Und du? Hat das mit dem scharfen Blick funktioniert? Meine Mutter kocht heute Spaghetti Bolognese. Deshalb habe ich gar nicht gefragt. Aber wenn ich gefragt hätte, hätte es geklappt. Ich bitte um Ruhe, Kinder. Es gibt ja nicht mal eine Tischdecke. Klasse, da kommt ja das Essen. Du wirst sehen, es schmeckt super. So lecker? Oh, Spinat mit gekochten Eiern. Geht. Ich find's gar nicht mal so übel. Der ist bestimmt pappig genug, um an der Decke kleben zu bleiben. Bist du verrückt? Was man essen kann, verschwendet man doch nicht einfach. Ja, Otto hat recht. Mach das lieber nicht. Volltreffer hält besser als Klebstoff. Du bist dran, Nick. Guck mal, links tropft gleich etwas runter. Hm.
Hey, du hast irgendwas Grünes zwischen den Zähnen, Georg. Ich überhaupt nicht lustig. Was ist an eurem Tisch los? Ich hab nichts getan. Diese Spaßvögel haben mir Salz ins Glas geschüttet. Ständig müsst ihr unangenehm auffallen. Könnt ihr euch denn nicht einmal anständig benehmen? Psst. Ich warne euch. Wenn ich euch noch mal bei einem Streich erwische, müsst ihr nachsitzen. Habt ihr verstanden? Das will ich auch hoffen. Das war richtig knapp. Und glaubt ja nicht, dass ich euch den nächsten Streich... einfach so durchgehen lasse, ihr frechen Bengel. Aha. Und es ist strengstens untersagt, wertvolle Lebensmittel zu vergeuden, um meine Kameraden zum Lachen zu bringen. So, diesen Satz schreibt ihr 200 Mal. Ihr könnt froh sein, dass die Decke nicht ernsthaft beschädigt wurde. Na, vielen Dank. Der Kantinenbesuch hat sich ja wirklich gelohnt. Deine Mutter und ich haben uns was überlegt. Da dir die Kantine so gut gefällt, darfst du ab morgen jeden Tag dort essen. Nein, nein, nein. Ich esse lieber zu Hause. Hier schmeckt es mir viel besser. Wie du willst, mein kleiner Schatz. Niemand zwingt dich, in der Kantine zu essen, wenn dir Mamas Essen besser schmeckt. Siehst du, gegen mein neues Kartoffelbrei-Rezept kommt das Kantinenessen doch nicht an. Hör mal. Verrate nichts deiner Mutter, aber wenn du den Kartoffelbrei aufisst, kriegst du ein Feuerwehrauto. Lieber eine elektrische Eisenbahn. Was?